Mein Name ist Anna und herzlich willkommen zum BDK-Vlog. Wusstet ihr, dass 95% der Internetnutzer zwischen 15 und 25 schon mal auf sogenannte Fakes reingefallen sind? Wenn ich persönlich an Fakes denke, dann denke ich zuerst an Falschmeldungen im Internet, also Fake News. Aber auch an Social-Media-Inszenierungen, an Fake-Profile oder aber auch an Profile mit sogenannten Fake-Followern, also einfach eine erfundenen falschen Anzahl an Leuten, die denen folgen. Aber auch retuschierte oder gefotoshoppte Modelfotos sind Fake. Ein Fake kann also vieles sein, vom gefälschten Gemälde über eine gefälschte Handtasche oder aber auch ein gefälschtes Gewinnspiel, zum Beispiel auf Facebook, bei dem eher der Datenklau winkt, aber mit Sicherheit kein neuer Sportwagen, der für umsonst bei euch in der Einfahrt steht. Und munter drauf losgefälscht wird auch nicht erst seit der Erfindung von Internet oder Social Media. Fälschungen gibt es schon seit der Antike. Aus dem alten Rom sind bereits gefälschte Münzen oder gefälschter Schmuck bekannt. Und je länger man sich mit dem Thema beschäftigt, umso mehr stellt sich dann auch die Frage, wenn so viel im Internet fake ist, was ist denn dann eigentlich noch real? Ist es die Influencerin auf Instagram, die ein Bild mit dem Hashtag WokeUpLikeThis versieht, obwohl man auf 5 Kilometer Entfernung ohne Teleobjektiv erkennt, dass die so viel Schminke im Gesicht hat, dass man es mit den Fingernägeln abkratzen kann? Und wer ist dann bei der ganzen Geschichte das Problem? Ist es die Influencerin auf Instagram, die eben ihre Follower schlicht anlügt mit diesem Hashtag, oder sind es die Follower, die wirklich glauben, dass die so aus dem Bett gepurzelt wäre? Oder sind die sogenannten Interior-Blogger das Problem, deren hippe Wohnzimmer einfach aussehen wie der Showroom vom coolsten Möbelladen in der ganzen Stadt? Oder sind es dann eben die Leute, die sich daraufhin schlecht fühlen, weil es bei ihnen zu Hause eben nicht aussieht, als ob alles perfekt mit 2 Superlampen ausgeleuchtet wäre? Und wer jetzt sagt, dass so Dinge wie Woke up like this oder gut ausgeleuchtete Wohnzimmer in seinem Leben keine Rolle spielen, der hat vielleicht recht, was so Plattformen wie Instagram angeht. Aber so Probleme wie retuschierte und unrealistische Modelkörper oder Fake News, die gehen uns alle was an. Und auch wenn Donald Trump vielleicht behauptet und womöglich sogar glauben mag, dass er das Wort Fake erfunden hat, das gab es schon vorher. Aber tatsächlich erst seit so Social-Media-Plattformen wie Facebook oder Twitter entwickeln Falschmeldungen eine ganz große beängstigende Eigendynamik. Auch wenn Trumps Beraterin und vormalige Wahlkampfmanagerin Kellyanne Conway behauptet, es handelt sich dabei nicht um Fake News, sondern schlicht und einfach um Alternative Facts, also alternative Fakten, dann bleibt es doch dennoch eine Lüge und nichts anderes als das. Es wird allerdings immer mehr getan, um Fakes und Falsches im Internet aufzudecken und dahingehend Aufklärungsarbeit zu leisten. So müssen beispielsweise in Frankreich retuschierte Modefotos auch seit neuestem als solche gekennzeichnet werden. Sogar Papst Franziskus hat schon zum Thema Fake News Stellung genommen und sagt, dass Fake News die Meinungsbildung in unserer Gesellschaft mittlerweile stark beeinflusst. Was könnt ihr also tun, um Fakes nicht auf den Leim zu gehen? Seid in erster Linie kritisch, hinterfragt viele Dinge, die ihr im Internet seht und lest. Informiert euch beispielsweise auf Seiten wie mimikama.at, wir haben das euch unten in der Infobox verlinkt, klickt da drauf, lest euch die Sachen durch. Weist eure Freunde darauf hin, wenn die fälschlicherweise oder unwissenderweise Fake News weiter verbreiten sollten. Einfach nachdenken, bevor man teilt, dann ist der Sache schon viel geholfen. Zieht aber zum Beispiel auch in Betracht, dass die Bloggerin, der ihr auf Instagram folgt, euch diesen Detox-Tea nicht nur empfiehlt, weil sie den so geil findet und der ihr so gut schmeckt, sondern weil sie schlicht und einfach Geld von der Firma dafür kriegt und es euch im schlimmsten Fall noch nicht mal als Werbung kennzeichnet. Am Ende gebt ihr vielleicht 20 Euro für grünen Tee aus, den es im Supermarkt auch für 2 Euro gegeben hätte. Und glaubt einfach nicht jeden Fakt, der euch als Wahrheit verkauft wird. Erinnert ihr euch an die 95% aller Jugendlichen zwischen 15 und 25, die schon mal auf Fakes reingefallen sind? Tja, das habe ich vor Beginn dieses Videos schlicht und einfach erfunden. Keine Ahnung, wie viele es wirklich sind. Wer weiß das schon. Wenn ihr euch weiter und tiefer gehend mit dem Thema Fake auseinandersetzen wollt, vielleicht macht ihr auch gerne Fotos oder Filme oder seid selber Social Media Influencer auf Instagram, dann schaut mal beim katholischen Jugendmedienpreis vorbei, denn genau darum geht es da 2018 um das Thema Fake. Wir haben euch den Link auch nochmal unten in die Infobox gepackt. Das war's für dieses Mal mit dem BDK-Vlog. Vielleicht sehen wir uns in nächster Zeit ja öfter. Falls ihr Vorschläge, Anregungen, Wünsche oder andere Themen habt, schreibt uns einfach unten in die Kommentare. Wir freuen uns auf euer Feedback. Danke, tschüss. Ade.